Hirschmann aus Leipzig. Und wie geht's ihm? Er lebt, aber er ist schwer verletzt. Man hat ihn brutal zusammengeschlagen. Den da auch. Aber ich glaube, der war schon tot, bevor man ihn ins Wasser geschmissen hat. Wie heißt er? Weiß ich nicht. Keine Papiere. Aber guck mal, was ich hier habe. Das ist eine sowjetische Offiziersuhr. Und guck mal hier. Am rechten Unterarm hat er eine Tätowierung. Das sind kyrillische Buchstaben. Julia. Ist das alles uns nichts? Und ein paar Scheinchen. Und ein paar alte Kinokarten aus Leipzig. Reifenspur. Ist besser jetzt gar nicht. Sieht aus wie von einem Transporter. Was du nicht sagst. Gibt ja bloß ein paar Tausend davon. Positiv denken, Pepe. Immer positiv denken. Tu ich. Trotzdem ist zu wenig. Den finden wir nicht. Weißt du was? Vielleicht haben die Schausteller ja was gesehen. Komm. Kannst du hier so viel schreien, wie du willst? Hier hört dich keiner. Also mach keinen Mist, ja? So leicht wie ihr möchte ich meine Kohle auch mal verdienen. Wie heißt eigentlich Bumsen auf Russisch? Lass sie in Ruhe. Kommt runter. Hier. Schon wieder eine Drogenspritze. Schon über 40 in einer Woche. Da? Gebraucht und mit Blut dran. Und auf einem Spielplatz im Sand, wo die kleinen Kinder spielen, Frau Senatorin. Herr Schneider, Sie wissen, ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diese skandalösen Zustände ein für alle Mal zu beenden. Ja, mit gewaltigem Erfolg, wie man sieht. Herr Schneider, die Polizei tut, was sie kann. Aber ich bin Kriminalkommissar und nicht der liebe Gott. Was erwarten Sie denn von uns? Dass Sie unsere Kinder und uns vor dergleichen schützen. Das ist die Pflicht des Staates. Und wenn der Staat das nicht kann, dann muss der Bürger das eben selbst in die Hand nehmen. In einer freien Gesellschaft kann man die Kriminalität nicht hundertprozentig abschaffen. Damit muss man leben. Aber das muss ich Ihnen doch nicht sagen. Dann erklären Sie das mal den Herrschaften von der Bürgerinitiative. Für eine saubere Stadt. Ja, das ist nicht meine Aufgabe. So. Hören Sie, morgen Vormittag tritt der Vorstand zusammen. Und bis dahin erwarte ich einige Zusagen von der Polizei und auch von Ihnen, Frau Senatorin. Ich kann sonst für nichts garantieren. Die Herren wollen jetzt nämlich an die Öffentlichkeit gehen. Das Versagen von Polizei und Stadt über die Medien verbreiten lassen. Das kann ja unmöglich im Interesse des Senats sein. Ich habe hier übrigens eine Dokumentation für Sie zusammenstellen lassen. Hier, bitteschön. Danke. Ich habe ein großes Lebensmittelgeschäft auf der Reeperbahn. Und jetzt hat man schon zweimal eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht. Und die Tageskasse geraubt. Ja, und da sehen Sie, Frau Senatorin. Bevor die Jungs und Mädchen das einmal eins lernen, lernen sie, wie aus 1 und 1 2 werden. Ja. Und die Schule ist keine 100 Meter von hier entfernt. Ich hoffe sehr, dass wir im Interesse aller eine akzeptable Lösung für unser gesamtes Anliegen finden. Herr Schneider, es ist ein gewaltiger Trugschluss anzunehmen, dass mehr Polizisten weniger Kriminalität bedeuten. Aber Sie beruhigen sehr. Ja, etwas Positives müssen wir ja haben. Thank you.
Nadja? Nadja? Nadja! Julia! Julia! Hör auf mit der Scheiße! Julia! 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 Ich kann mich auch gerne ans Bett nageln, wenn dir das lieber ist. Julia! In Leipzig studiert. Alexei war der beste Freund von meinem Sohn. Von Robert. Gibt es irgendwelche Angehörigen, die wir benachrichtigen können? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Warum war Ihr Sohn in Hamburg? Die haben die Mädchen gesucht. Meine Tochter und ihre Freundin Nadja. Warum? Wo? Wo haben Sie sie gesucht? Die beiden wollten hier in Hamburg arbeiten. Sie hatten ein sehr gutes Angebot in einem der besten Clubs. Ich wollte ja nicht, dass Julia deswegen nach Hamburg geht, aber die beiden haben diesem Mann geglaubt. Welchem Mann? Mit dem sie nach Hamburg gefahren sind. Wissen Sie, wer das war? Kennen Sie den Namen, die Adresse? Van Heinzen oder so ähnlich. Ein Holländer. Er war sehr sympathisch. Die beiden Mädchen haben sich nicht abhalten lassen. Ich meine, ich kann sie ja schon verstehen. Julia ist Schauspielerin. Und im Osten machen sie jetzt alle Theater dicht. Da gibt es einfach keine Arbeit. Und in Hamburg gibt's doch die ganzen Agenturen. Sie haben doch sicher ein Bild von Julia. Ja, natürlich. Das sind die beiden. Das ist Julia. Und das hier ist Nadja. Hier, das ist die erste Postkarte von Julia. Liebe Mama, Hamburg, was für eine Stadt. Ich freue mich auf die Arbeit und hier zu sein. Alles himmelblau, Kuss Julia. Tja, das ist leider üblich. Die Mädchen werden zu solchen Karten gezwungen. Und dann kam das. Club Paradies. Holt mich hier raus. Keine Unterschrift. Aber das ist ihre Schrift. Und sie hat mich angerufen und am Telefon gesagt, dass man sie und Nadja in diesem Haus festhält und sie zwingt. Dann hat sie gleich wieder aufgelegt. Robert ist dann sofort los mit Alexei. Nach Hamburg. Ich verstehe. Ihr Sohn wollte seine Schwester da rausholen. Und Nadja. Die beiden kennen sich vom deutsch-russischen Club. Warum sind Sie denn nicht zur Polizei gegangen? Das bin ich ja. Aber die haben mir nicht helfen können. Ich hatte ja nur diese Postkarte und diesen Anruf. Ich möchte zu gerne wissen, wie die Mädchen das geschafft haben, ihre Familie zu informieren. Hat da jemand eine Erklärung für? Wir sollten die beiden loswerden, die machen nur Ärger. Und in Köln kriege ich nur einen guten Preis für die. Aber vorher besorge ich der Russe nochmal. Die Mädchen bleiben vorläufig hier. Jedenfalls bis sich die Aufregung gelegt hat. Und dann von mir aus ab nach Köln. Und ihr lasst sie in Ruhe, okay? Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Aber dafür haben wir jetzt auch einiges zusammen. Das Paradies gehört seit 3 Jahren einem gewissen Heinrich Ehlers. Ehlers? Müssen wir den kennen? Nee, der Mann ist sauber. Hat eine blütenweiße Weste. Die Frage ist nur, wie konnte der sich den Laden kaufen? Der ist nämlich Rentner. Und dann ist er ein Strohmann. Offensichtlich, ja. Jochen Ziegler ist der Geschäftsführer vom Paradies. Ziegler. Bei seinen Vorstrafen würde der kaum eine Lizenz für so einen Laden bekommen. Weiß die Sitte was über das Paradies? Es ist ein Puff. Nach außen hin ein teurer Privatclub, aber in Wirklichkeit ein Puff. Na, was ist Kalle? Ist der nach Puff? Eher nach einer Bar. Aber ein schönes Bier könnte mich jetzt froh machen. Aber erst nach Dienstschluss und nur, wenn Ziegler uns persönlich bedient. Sollten wir nicht doch eine Suchmeldung rausgeben? Ach, das ist zu riskant. Die bringt die Mädchen um, wenn die für sie eine Gefahr wären. Also warten. Warten. Warum besorgen wir uns nicht einen Durchsuchungsbefehl und rücken Ziegler einfach auf die Bude?
Nein, in diesem Fall ist das Warten das Richtige. Erstens sind die Mädchen bestimmt nicht mehr im Paradies und zweitens reicht es vorläufig, wenn wir Ziegler ein bisschen nervös machen. Wir werden ihn und seine Freunde rund um die Uhr beschatten, bis er uns die Mädchen serviert. Und wenn wir die haben, dann haben wir auch die Mörder des Rossen. Gina und Lili zusammengeschlagen. Jetzt geht's erst richtig los. Punch ist eine harte Nummer. Gestern Nacht habe ich noch gedacht, wir hätten zwei von denen erwischt. Deshalb habe ich also zugeschlagen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Julias Bruder den Helden spielt. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Scheiße. Da behauptet doch einfach, Punch-Leute hätten die beiden auf dem Gewissen. Wenn die Krieg haben wollen, können sie ihn haben. Du bleibst hier und passt auf die Mädchen auf. Und kein Anruf. Und du lässt die Russen in Ruhe. Ihr meldet euch, okay? Und ich bin schuld. Nein, das bist du nicht. Beruhigen Sie sich. Wenn er nicht mit mir nach Hamburg gekommen wäre, dann wäre ich jetzt noch am Leben. Den kaufe ich mir die Schweine. Sie müssen sich beruhigen, Erdmann. Ich brauche keine Ruhe. Die im Paradies, die haben ihn umgebracht. Einfach totgeschlagen. Haben Sie jemanden erkannt? Nein, die hatten mir eine Decke über den Kopf geworfen. Aber die waren aus dem Paradies, das weiß ich. Können Sie uns erzählen, wie das abgelaufen ist? Wir haben das Paradies zwei Tage lang beobachtet. Alexei und ich. Das ist ein Puff. Das wissen wir. Haben Sie Ihre Schwester und Nadja gesehen? Nein. Deshalb sind wir dann auch aufs Dach gestiegen. Das ist ja ganz schön unvorsichtig. Da war eine Dachluke. Und da oben auf dem Gang haben wir sie dann getroffen. Und dann haben sie uns erwischt. Ich bin erst wieder zu mir gekommen, als ich im Wasser schwamm. Aber das wissen Sie ja. Ich mache mir solche Vorwürfe. Warum bin ich am Leben? Und er ist tot. Also manchmal hängt mir das echt zum Hals aus. Was denn? Und zum Beispiel auf so ein Schweinehund wie Ziele zu warten und man weiß ganz genau, wie er doch immer wieder davon kommt. Was willst du denn sonst machen? 8 Stunden im Büro rumhängen? Nee, dann schon lieber mit dir im Auto. Na, jetzt machen wir mal halblang, ne? Was ist denn heute los mit dir? Hast du einen schwarzen Tag erwischt oder was? Da sind sie. Na, los, hol deine Mühle, mach! Ja, ja. Kastor 3 für Schöller, bitte kommen. Ecki, wir sind jetzt da. Gut, sehr gut. In einer Viertelstunde sind wir da. Ende. Ja. Na los, halt drauf. Ja. Komm schon mal her. So ist schön. Na los, mach. Hast du alle 3? Ja, warte. Na mach. Moment. Wir gehen jetzt rein, jetzt mach. Absee, ja. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir bei Ziegler was finden. Ich will mir ja nur den Laden ansehen, aber das genau. Wir dürfen die beiden Mädchen nicht gefährden. Kalle, wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass Ziegler dahinter steckt. Wir machen ihn ein bisschen nervös. Vielleicht verliert er den Nerven. Die meinen es ernst, Ziegler. Wir schaufeln uns die besten Mädchen aus St. Pauli und dann sind die guten Stammplätze weg. Da können wir einpacken, richtig einpacken. Und was sollen wir machen? Was schlägst du vor? Wir sind im Augenblick zu schwach. Wir müssen verhandeln. Verhandeln? Ja. Punch. Alles unter Kontrolle.
Der Doktor kümmert sich um Gina und Lilly braucht ein paar neue Zähne. Klingt vielleicht brutal, aber im Moment ist das mein kleinster Koma. Mein Gott, wann kommen die denn endlich? Langsam kriege ich Kopfschmerzen von dem Lärm. Da, die haben dich gehört. Tatsächlich. Unsere Ablösung auch. Gott sei Dank. Wollen wir was essen gehen? Nee, jetzt lassen wir zuerst deine Fotos entwickeln, um zu sehen, was da drauf ist. Los, gib Gas, komm. Die Herren von der Polizei. Lass sie mal rein. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Polizei, machen Sie auf! Ruhetag! Aha, machen Sie trotzdem auf! Hier geht besser hoch. Der Herr Schöller, auch mal wieder im Lande. Ja, schade, dass Sie heute kommen. Wie Sie sehen, ist hier absolut tote Hose. Ah, das macht nichts. Hauptsache, ihr seid alle da. Na, Herr Schöller. Guten Abend. Und der gute alte Feldmann. Ja, der gute alte Feldmann. Der möchte jetzt von Ihnen wissen, wo diese beiden Mädchen sind. Die sind nett, aber ich kenne die nicht. Wer ist das? Müssen Sie aber kennen, die haben doch für Sie gearbeitet. Was Sie unter Arbeit verstehen. Tut mir leid, die habe ich nie gesehen. Ich kenne sie nicht. Und Sie? Nee. Sie natürlich auch nicht. Nee, nee. Moment mal, doch, die habe ich schon mal gesehen, ja, ja. Ach ja, wo? Die laufen auf den Strich. Für Punch. Genau diese Antwort habe ich erwartet. Ziegler, Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen umgucke. Aber Herr Feldmann, für Sie doch alles. Kolle, begleite den Kommissar nach oben. Pass auf, dass er sich nicht an einem der Mädchen vergreift. Ich kann mich gerade noch zurückhalten. Die Mädchen, die wohnen ja gleich nebenan in der Pension. Ist halt bequemer. Was haben Sie letzte Nacht gemacht, Herr Ziegler? Letzte Nacht, ne? Wann letzte Nacht? Sagen wir, von Mitternacht bis zum heutigen Morgengrauen. Da war ich hier. Jede Nacht. Koller und Mertens können das bezeugen. Tolle Zeugen. Auf die man sich verlassen kann. Ich werde Sie hinter Gitter bringen, Ziegler. Sie haben letzte Nacht zwei Männer zusammengeschlagen und in die Elbe geschmissen. Das ist ein harter Vorwurf. Was für Männer? Den Bruder eines dieser Mädchen, die Sie zur Prostitution gezwungen haben, und einen jungen russischen Studenten. Wir haben mit der Sache nichts zu tun. Haben Sie schon mal bei Punch und seinen Leuten nachgefragt? Ich meine, es weiß ja jeder hier auf dem Kiez, dass Sie mit uns Krieg angefangen haben. Erst heute haben Sie uns zwei Mädchen zusammengeschlagen. Ja, die fallen uns für eine Weile aus. Was wollen Sie, Schöller? Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Das werde ich, Ziegler. Darauf können Sie sich verlassen, das werde ich. Sie, Ihre armen Mädchen, tun mir wirklich leid, Ziegler. Die sind ja alle stumm, taub, blind und blöd. Wie können Sie mit denen eigentlich zusammenarbeiten? Das geht ganz gut. Der gute alte Feldmann wird Sie im Auge behalten, Ziegler. Kommst du, Ecki? Sie wissen ja, wo es rausgeht. Nur damit Sie es wissen, für Sie ist bei uns immer ein Zimmer frei. Also genießen Sie Ihr freies Leben. Man weiß nie, wann es zu Ende ist. Arschlöcher. Die haben die beiden Leichen gefunden. Scheiße. Na und? Das war doch zu erwarten. Jetzt wissen wir wenigstens sicher, dass sie tot sind. Die klopfen nur auf den Busch. So, und jetzt rufe ich Punch an. Der Mistkerl hat den Russen auf dem Gewissen. Die Mädchen verschleppt und wir kommen nicht an ihn ran. Ach, keine Angst, wir kriegen ihn schon. Wir müssen nur warten. Was hältst du von der Behauptung, dass Punch den Russen auf dem Gewissen hat? Ach, nichts. Ich glaube ihm kein Wort. Aber wir sollten Punch mal besuchen. Ein bisschen Unruhe kann nicht schaden. Elke? Nein, ich bin's. Wo bist du? Ich hab gedacht, es ist Elke. Elke? Hör mal,
Schon nach 10. Du weißt genau, dass ich nicht möchte, dass sie nachts noch so spät unterwegs ist. Du kannst doch ein 18-jähriges Mädchen nicht einsperren. Hör zu. Sie ist erwachsen. Ich sperre sie nicht ein. Ich erwarte nur, dass unsere Abmachungen eingehalten werden. Also richtet euch gefälligst danach. Bernie, mach doch nicht immer so einen Wind. Annette, du weißt doch selbst ganz genau, was auf unseren Straßen los ist. Ach, komm, sie wird gleich hier sein. Ja. Mach kein Theater. Ich mache kein Theater. Ich mache mir Sorgen. Weiter nichts. Hey, du, wer sagt's denn? Er hat angebissen. Sag mal, so blöd darf man doch nicht sein. Der muss doch wissen, dass wir ihn beobachten. Und los geht's. Ich habe fast das Gefühl, der will, dass wir ihm folgen. Ja, dann tun wir ihm doch den Gefallen. Da, halt doch mal die Pommes frites. Hast du zwei für Castor 13? Castor 13 hört. Wir folgen Kliegler. Ihr bleibt am Standort. Ende. Okay. Hallo, Mama. Na, endlich. Papa. Und, hast du einen schönen Abend gehabt? Naja, geht so. Dein Vater hat sich schon Sorgen gemacht. Naja, nun. Oh, Papa, dir ist doch nicht etwa aufgefallen, dass ich noch am Leben bin. Ach, diese Frauen, diese Frauen. Die verstehen nichts. Können Sie sich einfach nicht vorstellen, wie gefährlich das da draußen ist. Ich sage euch, da draußen herrscht der Dschungel. Dschungel? Meinst du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Nein, Dschungel. Nein, der Dschungel. Nein, ich sage euch, da draußen herrscht der Dschungel. Komm her. Warum treffen wir uns hier und nicht bei dir im Moonlight? Im Moonlight, die Sitte hat ihr Stammlokal draus gemacht. Ich kann auch nichts dafür, ich weiß nicht warum. Und im Skywalker ist mir zu laut. Ich weiß nicht, was du dagegen hast, hier ist so gut. Also hier gefällt's mir überhaupt nicht. Aber schon gerade überhaupt nicht. Es ist mir scheißegal, ob sie hier gefällt oder nicht. Na, was ich gesagt habe. Punch. Der König von St. Pauli. Gegen den hat Ziegler keine Chance. Ziegler, was ist los? Wo brennt's? Erzähl. Hans, ich habe ein Problem. Da gibt's ein paar Leute, die machen unsere Mädchen an und schlagen sie zusammen. Doch, mir kommen gleich die Tränen. Betreiben sie von ihren Stammplätzen. Und kassieren sie ab. Hans, diese Leute sind deine Leute. Das sind schwere Worte, Ziegler. Um solche Behauptungen auszusprechen, muss man einfach Belege haben, Beweise. Die haben wir. Heute der Krieg. Vergiss nicht, du schuldest mir noch was. Warum erzählst du mir das? Ich will keinen Rabatz auf dem Kiez. Sehr vernünftig. Das können wir uns nicht leisten. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Nicht für deins und nicht für meins. Also, Punch. Lass uns verhandeln. Ich mag dich, Ziegler, weil du so vernünftig bist. Also mal ein Vorschlag. Verstehst du? Und für ein Küsschen kaufe ich dir dann auch gerne ein Zahnbürstchen. Hm.
das? Sieht ganz danach aus. Blutspuren im Laderaum. Die Kollegen meinen, dass die Gipserbrücke identisch sind mit den Reifen. Also der Besitzer, der hat noch nie mal gemerkt, dass sein Wagen geklaut ist. Und jetzt kommt der Hammer. Er wohnt keine 400 Meter vom Paradies entfernt. Das verstehe ich jetzt nicht. Der Ziegler ist doch ein ausgepuffter Profi. Der klaut auch keinen Wagen in der Nähe von seinem Lokal. Einfach weiter rauf. Vielleicht war er in Panik. Ich meine, die Sache mit dem Russen und Hirschmann, die war nicht eingeplant. Er hat's verdammt eilig gehabt. Wahrscheinlich auch beim Abstellen. Die Türen waren alle offen. Irgendwas Brauchbares dabei, das uns bei dem Mädchen weiterhilft? Nee, bis jetzt nicht. Aber der Wagen geht jetzt noch zur kriminaltechnischen Untersuchung. Also der Ziegler hat sich heute Nacht mit dem Punch getroffen. Ich vermute, der Ziegler will dem Punch die Sache in die Schuhe schieben. Irgendwas braut sich da zusammen. Sollen wir vielleicht mal dem Punch ein bisschen auf den Zahn fühlen? Nicht nur auf den Zahn fühlen. Ihr könnt ihm kräftig auf die Zehen treten. Zeig ihm das Foto mit diesen beiden Mädchen. Wenn er Krieg haben will, bitte, wir spielen mit. Ich will wissen, wo die beiden Mädchen sind. Ja, ist gut, okay. Hier, guckt euch das mal an. Guckt da mal rein. Da steht was von einem Toten, vom Russen. Das gibt's da nicht. Schöller hat von zwei gesprochen, da bin ich mir ganz sicher von zwei. Hier steht tatsächlich, dass nur einer gestorben ist. Was? Das ist doch unmöglich. Die waren schon vorher fertig. Den Rest hat ihnen das Wasser gegeben. Da steht da wo der andere ist. Ja, es steht nichts drin. Verdammt doch mal. Mensch, unternimm was. Ruf die Krankenhäuser an. Moment, 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 keine Panik. Ich versuch's über unseren direkten Draht zur Polizei. Ich hau hier ab. Der Arzt hat mir gerade gesagt, dass du noch mindestens 3 oder 4 Tage hier liegen bleiben musst. Nein, muss ich nicht. Mir geht's prima, wirklich. Oh. Ja, ja, das sehe ich. Ja, mir geht's gut. Komm, leg dich hin. Mama, ich muss Julia finden und Nadja, ich muss. Das macht die Polizei, nicht du. Du bleibst hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Hirschmann, können wir Ihnen jetzt ein paar Fotos zeigen? Aber ja, gerne. Hier. Kennen Sie einen von denen? Alle drei. Die gehören zum Puff. Mhm. Der da. Du musst der Boss sein. Aber da fehlt noch einer. Die waren meistens zu viert. Ist der Schlepper dabei? Der Holländer? Nein, ist er nicht. Sind Sie sicher? Den würde ich sofort wiedererkennen. Was ist mit dem Mädchen, Herr Kommissar? Wir tun, was wir können. Und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dann halten Sie sich von jetzt ab raus. Mach ich. Verlassen Sie sich drauf. Ich habe die Schnauze voll. Glaubst du, was der Junge uns erzählt hat? Ach, kein Wort. Ich auch nicht. Der steht doch heute Abend wieder vom Paradies. Da wette ich drauf. Ja, ich müsste einen Mann beantragen, der auf ihn aufpasst. Vergiss es. Hast du doch nie genehmigt. Wiedersehen. Außerdem kann es nicht Aufgabe der Polizei sein, die Menschen vor sich selber zu schützen. Ha, wahrscheinlich hast du recht. Was ist mit dir los? Hast du ein Rendezvous? Ach, ich habe noch eine Verabredung mit der Senatorin und diesen Typen von der Bürgerinitiative. Für eine saubere Stadt. Der Gedanke allein ist ja schon idiotisch. Es ist mir schleierhaft, warum die Senatoren sich von solchen Leuten unter Druck setzen lässt. Das alte Lied, Einfluss und Geld, und Schneider hat beides. Ein wundervolles Ambiente, nicht wahr? Richtig entspannend. Und außerdem ist man hier noch ausgezeichnet. Wirklich der beste Italiener von allen. Guten Morgen. Ich lade Sie gerne einmal ein, Frau Senatorin. Das gilt natürlich auch für Sie, Herr Schöller. Oh, danke, ich muss auf meine Linie ab. Ach so, Entschuldigung, ich gehe mal vor. Wenn Sie hier vielleicht Platz nehmen würden. Ja, danke schön. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße besonders herzlich in unserer Mitte Frau Senatorin Wischer. Guten Tag. Und Herrn Schöller, der uns als polizeilicher Fachmann zur Seite stehen wird. Ja, Sie wissen ja inzwischen, um was es geht, nicht wahr? Ja, ja, für eine saubere Stadt. Ich habe Ihre Dokumentation gelesen.
Ich auch. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Oh, danke. Und Sie nicht, Herr Schöller? Tja, um offen zu sein. 3/4 der angeführten Fälle sind Bagatellvergehen. Ich dachte immer, in einem Rechtsstaat spielt es keine Rolle, ob es sich um 100 oder 1000 Mark handelt. Das spielt es ja auch nicht. Aber wir können ja nicht vor jedem Laden einen Polizisten postieren. Sehen Sie? Sehen Sie, genau diese Antwort habe ich erwartet. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie mit Ihrer Bürgerinitiative die Polizei entlasten. Frau Senatorin, ich habe 3 Pelzgeschäfte. Und in einem Jahr 4 Einbrüche und 3 Überfälle. Sind das Bagatellvergehen? Bei mir im Café. Da haben Sie nachts die Stühle und die Tische, die draußen auf dem Gehsteig stehen, in die Schaufenster geworfen. Und das nicht nur einmal. Ja, und das wird immer schlimmer. In meinen Juweliergeschäften lasse ich jetzt überall Panzerglas einbauen. Darum ist unsere Initiative für eine saubere Stadt ein absolutes Muss. Wenn die Polizei uns nicht helfen kann oder will, dann müssen wir unsere Sicherheit eben selbst in die Hand nehmen. Und so denken hier viele. Wir haben das, was wir besitzen, schwer erarbeitet. Und zwar jeder Einzelne von uns. Aber das darf doch nicht bedeuten, dass Sie sich bewaffnen wollen. Wenn es sein muss, sind wir dazu bereit. Sie wollen Gleiches mit Gleichem vergelten. Sie lassen uns doch gar keine Wahl. Wir werden hier in St. Pauli eine Bürgerwehr aufstellen. Herr Schneider, mitten in Hamburg eine bewaffnete Bürgerwehr, das ist doch undenkbar. Wieso? Das gibt's doch anderswo auch schon. Also, meine Damen und Herren, davor kann ich Sie nur warnen. Das ist doch keine Lösung, sowas funktioniert nicht. Und Sie verstoßen gegen das Gesetz. Ach, wir verstoßen gegen das Gesetz? Wenn wir unser Leben und unser Eigentum schützen, weil der Staat es nicht kann? Gegen welches Gesetz verstoßen wir denn da? Herr Schneider. Damit provozieren Sie nur Gegengewalt. Das müssen Sie doch wissen. Ja, und zwar von Leuten, deren Hemmschwelle zur Gewaltanwendung weitaus niedriger ist als Ihre. Mach dir einen Vorschlag, Kleines. Du kommst hierher zu uns und lebst hier. Weißt du, wir sind hier wie eine große Familie. Und ich kümmere mich dann ganz persönlich um dich, ja? Also Sie meinen, wir sollen uns Gott ergeben ausrauben lassen und die Penner, die in unsere Ladeneingänge urinieren und die Drogensüchtigen, die vor unseren Geschäften am helllichten Tag sich die Spritzen in ihre Körper jagen, widerstandslos hinnehmen, oder was? Nein, das sollen Sie nicht. Aber um das zu verhindern, sind wir da und wir tun, was wir können. Das können Sie mir glauben. Naja. Viel ist das wohl nicht, wenn man sieht, was auf unseren Straßen los ist. Da muss ich Herrn Schneider leider recht geben. Ja, und als Krönung jetzt auch noch dieser Mord und die verschleppten Mädchen. Also, meine Damen und Herren, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass auch ein intakter Rechtsstaat die Kriminalität nicht ausrotten kann. Aber die Zustände werden von Tag zu Tag unerträglicher. Irgendwas müssen wir doch dagegen unternehmen. Ja, aber ich bezweifle, dass eine Bürgerwehr dafür der richtige Weg ist. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Die Frau Senatorin und ich, wir haben beschlossen, eine Eingabe zu machen, dass die Polizeistreifen hier in St. Pauli verdoppelt werden und rund um die Uhr verstärkt kontrolliert wird. Und Sie unternehmen bitte vorerst nichts, bis wir eine definitive Antwort haben. Das ist doch ein Angebot. Herr Schöller, das ist doch lächerlich. Das bewirkt doch nichts. Herr Schneider, wir sollten es wirklich versuchen. Wie oft sind wir auf den Ämtern vorstellig geworden? Die haben nicht mal hingehört. Uns überhaupt nicht ernst genommen. Also mit der Unterstützung der Frau Senatorin werden die zuhören. Da bin ich ganz sicher. Kann ich mit Ihnen rechnen? Die Stimmung in unserem Stadtteil und auch hier im Verein ist sehr brisant. Sie hören so bald wie möglich von mir. Und so viel kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Ich habe den Polizeipräsidenten mit Ihrem Anliegen vertraut gemacht und treffe mich noch heute mit ihm. Was ist denn? Jochen, Mensch, du störst. Du musst kommen. Es tut mir leid, du musst helfen. Der Hirschmann, der lebt. Was? Aber Kleines, du rührst dich nicht von der Stelle, okay? In einer Stunde bin ich wieder da. Komm, komm, komm! Du bist ganz sicher, dass es ist. Komm nicht dran vorbei. Ich hab's dir doch gesagt. Er liegt im Hamburg im Krankenhaus. Wir haben nur eine Leiche. Zentrale. Mal sehen, was gibt's. Objekt wird weg, wir klemmen uns dahinter. Gib mir noch mal Schöller. Er hat ihn noch nicht zurückgemeldet. Danke, Ende.
Hirschmann singt, sind wir erledigt. Er kann nichts beweisen, er hat keine Zeugen. Er hat seine Schwester und Nadja im Paradies gesehen. Wenn der was wüsste, dann hätte der das schon längst den Bullen erzählt. Er darf nichts erzählen. Nie. Er wird nichts erzählen. Zoffer von Kiez, das gibt's doch. Ich habe jedenfalls nichts gemerkt. Bitte. Das wundert mich, aber Sie hören doch sonst das Gras wachsen. Ich nehme mal an, dann wissen Sie auch nicht, dass vorgestern Nacht zwei Männer vom Paradies niedergeschlagen und anschließend in die Elbe geschmissen wurden. Natürlich weiß ich davon. Stand doch in jeder Zeitung. Bitte. Cassie, du lernst schnell. Die Nummer wird immer besser, muss ich sagen. Meine Hochachtung. Mario kommt in 2 Stunden, macht hier ein paar Korrekturen. Immer diese Säulen noch ein bisschen mehr anspielen. Immer darauf rüber und so. Meine Herren, gucken kostet. Wir gehen nach oben. Lass ihn mich stellen. Um nochmal darauf zurückzukommen. Einer der beiden Männer ist tot. Der andere liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ziemlich übel zugerichtet. Offensichtlich hat man auch 2 Mädchen verschleppt. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Darf ich Ihnen was anbieten? Ja. Luigi, mach mal 3 Espresso und mach die Klimaanlage an. Kennen Sie die beiden? Schon mal gesehen. Schön, Mädchen. Aber mit denen habe ich nichts zu tun. Das ist gut für Sie. Wir haben da nämlich was ganz anderes gehört. Zum Beispiel, dass der Mord an dem Russen auch auf Ihr Konto geht. Wer sagt sowas? Ach du, das ist unwichtig. Meine Herren, Sie werden jetzt unhöflich. Gastfreundschaft hat ihre Grenzen. Vergessen Sie das nicht. Wo waren Sie vorgestern zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Kümmern Sie sich um die Jungs, die solche Gerüchte in die Welt setzen. Wo waren Sie vorgestern Nacht? Okay, das alte Spiel. Ich war hier im Moonlight, an der Bar. Mein Personal kann das bezeugen. Und wenn ihr das nicht reicht, die Herren von der Sitte waren auch die ganze Nacht da. Die können das auch. Umso besser. Lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. In der heutigen Wirtschaft muss man für sein Geld was tun. Ich hoffe nur, wir müssen nicht nochmal wiederkommen. Sie haben sich wohl im Ton vergriffen. Sie wissen, wo Sie hier sind. So spricht man mit kleinen Eierdieben, nicht mit mir. Ich bezahle redlich meine Steuern, unterstütze den Tierschutzverein. Was wollen Sie eigentlich noch mehr? Wir wollen wissen, wo die Mädchen sind. Hier sind sie nicht. Und wir wollen, dass Sie dafür sorgen, dass Ruhe im Revier ist. Und Sie fahren inzwischen in Urlaub. Das ist Ihre Sache. Außerdem weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Ganz einfach, indem Sie Ihren Einfluss geltend machen. Hab ich nicht. Jetzt stellen Sie Ihr Licht aber schwer unter den Scheffel. Der ganze Kiez hört doch auf Sie. Nein, die Deutschen haben nichts mehr zu sagen. Der Osten ist am Drücker. Bis nach Albanien. Vielen Dank für die Lektion. Also nochmal, kein Zoff, kein Ärger. Es bedeutet gute Geschäfte für alle. Komisch, plötzlich wollen alle mit mir gute Geschäfte machen. Soll ich Kommissar Scheller von Ihnen grüßen? Selbstverständlich. Und seine Frau auch. Hat eine? Nee, aber vielleicht können Sie meine besorgen. Am Zentrale. Zentrale hört. Braucht dringende Verbindung mit Scheller. Biggie, Castor 13 für dich. Ja, Castor 13, ich höre. Wir sind im Harburger Krankenhaus. Koller ist rein und Ziegler wartet im Wagen. Mensch, sofort hinterher. Der will zu Hirschmann. Schnell. Okay, wir sind dran. Ja, gib mir sofort das Harburger Krankenhaus. Thank you.
Was geht's denn? Ziegler ist hinter Hirschmann her. Er muss rausgekriegt haben, wo... Ja, Herr Hirschmann? Nein, Herr Schiller, ich bin's, Krämer. Gott sei Dank. Wo ist denn Hirschmann? Der ist weg. Der ist nicht mehr hier. Ja, und Koller? Ziegler! Der Hirschmann ist weg. Was? Ja, der ist abgehauen. Mensch, los, weg hier. Die Bullen sind da. Das weiß ich. Hirschmann doch bestimmt im Paradieshof. Tommy, Hirschmann ist abgehauen. Haltet die Augen offen. Okay, machen wir. Wir stehen wie immer schön brav vor dem Paradies in der großen Freiheit. Ich kann ja gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Wenn die den erwischt hätten, dann sehe ich es mal ganz schön in der Scheiße. Darüber bist du erleichtert? Mensch, Eggy, der Mann ist in Gefahr, die bringen den um. Ich schicke gleich mal Krämer zu seiner Mutter. Der kreuzt da bestimmt auf. Feldmann für Krämer. Lunch. Speziell für dich. Ich weiß, hier ist es ein bisschen langweilig. Ich meine, ich wüsste schon was, aber der Chef hat's verboten. Wo ist mein Bruder? Wie geht's ihm? Bitte. Wie nett man plötzlich fragen kann, wenn man was will. Dieser Dickschädel, der gibt keine Ruhe, bis die beiden Mädchen frei sind. Sie müssen unbedingt verhindern, Frau Hirschmann, dass er etwas auf eigene Faust unternimmt. Das ist viel zu gefährlich für ihn. Wir haben es mit knallharten Profis zu tun. Für die zählt ein Menschenleben überhaupt nichts, wenn es um ihre Interessen geht. Ich kann es versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Bitte, rufen Sie uns sofort an, wenn er kommt. Ihr Sohn ist in großer Gefahr. Ich bin seine Mutter. Ich habe auch Angst. Henning, Hirschmann! Das ist 13. Feldmann. Ja? Hirschmann hat seinen Wagen geholt und fährt weg. Also von mir aus kannst du gerne verhungern, aber es gibt Leute, die was dagegen haben. Also schaufel rein, Mädchen. Ich habe keinen Bock, wegen dir einen Anschiss zu kriegen.
warten Lauf! Sollst, deine dumme Schnauze halten! Lauf! Hau ab! Hau ab! Auf die Kinderkacke, verstehst du? Komm runter, mal verdammt nochmal! Hey, Jochen. Ja, was gibt's? Das Mamasöhnchen ist da. Hat nicht lange auf sich warten lassen. Gut. Bullen? Ich sehe keine Bullen. Worauf wartest du? Schnapp ihn dir. Aber Vorsicht! Man kann nie wissen. Den hole ich uns. Ganz unauffällig. Ich habe ihm Verhandlungen vorgeschlagen, das ist alles. Wieso? Ich denke nicht dran. Ich weiß selber, dass es scheiße ist, aber was soll ich machen? Die haben nichts in der Hand.
Was? Sag mal, bist du wahnsinnig? Du, hör mal, du rührst dich nicht von der Stelle. Ich komm gleich raus. Mertens! Ja? Bachmann hat Nadja umgefahren. Dann ist der durchgeknallt, oder was? Wir müssen sofort raus zu ihm. Mensch, scheiße, du. Ey, Zitter haut auf. Dich greife ich mir später, du Ratte. Ja, los, hinterher. Na, mach schon, gib Gas. Gemacht, Junge. Wirklich gut. Verdammter Mist. Ist egal, ihr seid sowieso schon weg. Kastor 3 und Zentrale, Feldmann, bitte kommen. Feldmann hört? Kalle, Ziegler ist gerade mit Mertens wie ein Verrückter aus dem Paradies abgehauen. Ja, worauf wartet ihr? Wir haben da ein kleines Problem. Was denn nun schon wieder für ein Problem? Naja, Hirschmann hat uns seinen Schrotthaufen genau von Kühler gesetzt. Was sollen wir jetzt machen? Na was denn wohl? Warten, bis ihr abgelöst werdet. Ihr schlafen müsst. Vielen herzlichen Dank. Gib mir mal... Ecki. Der erzählt seinen Geschäftsfreunden gerade, was ihr für großartige Polizisten seid. Ende. Was ist mit der Funkstreifenüberwachung rund um die Uhr? Abgesegnet. Und die Verdoppelung der Streifenwagen? Genehmigt. Die Rückendeckung von Frau Senatorin Wischer hat wahre Wunder gewirkt. Es fragt sich nur noch, wie viel davon noch verwirklicht wird. Es wird, Frau Senatorin. Darauf können Sie sich verlassen, hundertprozentig. Na, hoffentlich. Denn eins ist sicher, wir werden sehr aufmerksame und sehr wachsame Beobachter sein. Darauf können Sie sich nun wieder verlassen, Herr Schöller. Hundertprozentig. So, Sie entschuldigen mich, ich muss jetzt zu meiner eigentlichen Arbeit ins Kommissariat. Aber bitte nur zu. Solange Sie uns die Frau Senatorin da lassen. Begleite Herrn Schöller bitte zur Tür. Auf Wiedersehen und schönen ja. Abend noch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich glaube, wir können jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Ich habe nebenan decken lassen. Nein, das scheint mir doch ein großer Erfolg für Sie zu sein, Herr Schneider. Sie gestatten. Ich glaube wirklich, Sie und Ihre Freunde der Bürgerinitiative dürfen diesem Ergebnis sehr zufrieden sein. Oh, vielen Dank. Aber auch Sie, Frau Senatorin, haben uns einen großen Dienst erwiesen. Übrigens, Sie dürfen sich freuen. Meine Frau ist eine ausgezeichnete Köchin. Das machst du nicht normal, okay? Du willst doch nicht, dass es dir so geht wie deiner kleinen russischen Freundin, oder? Plötzlich stehen geblieben. Ich konnte nicht mehr bremsen. Du bist ein Idiot. Was machen wir jetzt? Mach dich los, okay? Nadja. Die ist okay. Nichts mit mir reden haben. Die ist okay. Die kann dich doch so lassen, ja? Was keine Dummheiten. Herr Hirschmann.
Wir haben nicht das Geld für Sie, ein Kindermädchen abzustellen. Wenn Sie Ihrer Schwester helfen wollen, dann müssen Sie mit uns zusammenarbeiten. Alleine schaffen Sie das nie. Bringt sie den Mustang. Jetzt mit dir. Komm, mach's nicht so spannend. Es wird eine Überraschung. Für Punch. Ja, das gefällt mir. Herr Schöller, das macht keinen Sinn. Wenn ich damit was zu tun hätte, hätte ich Sie sicherlich nicht angerufen. Die Tod ist eindeutig eins der verschleppten Mädchen aus dem Paradies. Das ist mir egal. Das ist mir wurscht. Was habe ich damit zu tun? Das möchten wir ja gerne wissen. Man gewöhnt sich nie daran. Sie kann. Spurensicherung. Ich habe damit nichts zu tun. Im Gegenteil, Sie überschätzen mich. Das wird sich herausstellen. Irgendjemand will sich da draußen breit machen. Und jetzt tun Sie mir einen Gefallen und finden raus, wer es ist. Wie wär's denn mit Ziegler? Ziegler? Jetzt wollen Sie mich auf den Arm nehmen. Ich denke, Ziegler ist der Boss. Ziegler kann das Wort Boss nicht mal schreiben. Aha. Und wer, meinen Sie, hat die Fäden in der Hand? Ja, weiß ich nicht. Finden Sie es raus. Frau Hirschmann, es tut mir leid, aber Sie müssen sie identifizieren. Nadja. Roman, sie ist tot. Lass mich. Komm. Was wissen Sie von Julia? Noch nichts, tut mir leid. Ich muss sie finden. Sonst drehe ich durch. Den Schlepper gesehen. Er ist in einen silbergrauen Mercedes eingestiegen. Das hier ist die Nummer. Die letzte Ziffer habe ich nicht erkennen können. Sind Sie verrückt? Warum haben Sie das nicht schon gestern gesagt? Das war ein Fehler, ich weiß. Tut mir leid. Herr Hirschmann, Sie sind uns wirklich keine große Hilfe, aber eins verspreche ich Ihnen. Wir finden Ihre Schwester. Das haben Sie bei Nadja auch gesagt. Ja. Else,
1865, richtig teuer. Ja. Also auf eine provisorische Festnahme verzichten wir erstmal, aber Sie halten sich zu unserer Verfügung, ne? Ich werde diesen Platz hier nicht verlassen, können Sie Geld drauf nehmen. Aber Sie versprechen mir, dass Sie wiederkommen, wenn Sie die Bande hochgenommen haben. Ah, ich komme wieder, verlassen Sie sich drauf. Mhm. Die Herren, fahren Sie jetzt in Ihre Pension zurück. Danke. Ecki? Ja? Herr Hirschmann hat gestern den Schlepper wieder gesehen, der die beiden Mädchen überredet hat, nach Hamburg zu kommen. Was, und das sagen Sie erst jetzt? Und er hat sich die Autonummer notiert, leider nicht vollständig. Aber immerhin. Mach's nicht so spannend, wer ist es? Ja, wir wissen es nicht, die Nummer war nicht vollständig. Haben Sie den Fahrer gesehen? Ja, hab ich. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich bin mir sicher, dass ich ihn schon einmal gesehen habe vor dem Paradies. Gut, also los zu Ziegler. Bin ja gespannt, was er uns zu erzählen hat, wenn wir bei ihm auftauchen. Die lasse ich nicht mehr aus den Augen. Sie haben genug Blödsinn angestellt. Ich weiß, dass ich missgebaut habe. Und haltet uns auf dem Laufenden. Ja. Oh nein, Sie schon wieder. Wir wollen Ziegler sprechen. Er ist nicht da. Wo ist er? Ja, das weiß ich doch nicht. Bin ich seine Amme oder was? Man hat eure Russin gefunden. Tot. Im Wagen von Punch. Bei Moonlight. Nadja. Ich denke, Sie kennen sie nicht. Wo ist das andere Mädchen, Koller? Wo ist Julia? Ach Mensch, Koller. Sie müssen Hohlraum unter Ihrer Glatze haben. Begreifen Sie nicht, dass wir versuchen, einen Teil Ihrer Haut zu retten? Herr Kommissar, ich... Sie täuschen sich, ich weiß nichts. Vielleicht ist Ziegler ja noch im Haus. Haben Sie Angst vor Ziegler? Haben Sie Angst, dass er uns hier hört? Wo ist sein Büro? Wo ist sein Büro? Okay, ich zeig's Ihnen. Was ist los? Hier ist nicht Koller, hier ist die Polizei. Sind Sie es, Ziegler? Wo sind Sie, Ziegler? Ist das Mädchen bei Ihnen? Ziegler, sagen Sie sofort, wo Sie sind! Ich habe Hirschmann im Wagen. Wirf ihn raus! Das geht nicht. Aber Koller ist angeschlagen. Der Mann zeigt Wirkung. Feldmann, K3. Kalle. Koller ist abgehauen. Ich weiß, Tommy ist an ihm dran. Da bin ich ja beruhigt. Aber Koller darf nicht merken, dass wir ihm folgen. Und lass die ganzen Jungs herkommen, Spuren sichern. Sie haben Mertens erdrosselt und ihn oben in Zieglers Büro in einen Sessel gesetzt. Nett. Und noch was. Tommy hat doch die Nummer von einem Mercedes durchgegeben. Es wird langsam Zeit, dass ich erfahre, wer der Besitzer ist. Und für die Observation brauchen wir Libelle 1. Okay, ich mach Dampf. Bis gleich.
ja schon gegessen, sonst verdient euch der Appetit ohne mehr zum Stock. Komm los. Castor 2 für Castor 3. Hört! Wo bist du? In der Hauptstraße Richtung Hinnersberg. Mit mir nicht, du Drecksack. Das war Schöller, da bin ich absolut sicher. Vergiss das, was waren die Bullen im Paradies? Wenn ich das wüsste, irgendwas muss schiefgelaufen sein. Versuch's nochmal. Pass auf die Beine nicht an. Krämer K3. Die Kripo. Komm, Ziegler, lass uns abhauen. Hast du Geld? Ein Hund. Scheiße, ich hab alles im Paradies. Schöller, bitte melden. Schöller hört. Ich habe ihn in der Baustelle. Stell ich mich quer, dann kommt er nicht mehr durch. Mensch, lass dich abhängen. Er muss glauben, dass er dich abgehängt hat. Okay, mach mich. Scheiße. Feuer für Schöller. Schöller hört. Koller haut jetzt ab. Das gibt's noch nicht. Er fährt durch die Einbahnstraße zurück auf die Reeperbahn. Castor 2 für Castor 9. Castor 9 hört. Wo seid ihr? Wir stehen vorm Tivoli. Gut, wenn er bei euch vorbeikommt, übernehmt ihr ihn. Ende. Fechter für Castor 2. Castor 2 hört. Ich weiß jetzt, wem das Nummernschild gehört. Du wirst es nicht glauben. Gut. Ich hoffe, das haben Sie jetzt begriffen. Mhm. Ja, hier, Punch. Das Paradies ist reif. Wir kaufen. Komm, Kalle. Hirschmann muss eine falsche Nummer aufgeschrieben haben. Also das ist nun wirklich nicht möglich. Ich lasse es überprüfen. Das ist ja ein dicker Hund. Die Bälle 1 für Castor 2. Castor 2 hört. So, ich bin über euch. Habt ihr eine Ahnung, wo er jetzt ist? Irgendwo Richtung Reeperbahn. Gut, ich mach mich auf die Suche. Ende. Castor 2. Hört. Ich bin über den Landungsbrücken. Ich glaube, ich habe ihn. Ein silbergrauer Audi 80 Coupé. Gut, das ist er. Er fährt an der Rigma Rigmas vorbei, Richtung Innenstadt. Okay. Sag uns Bescheid, wenn er abbiegt. Die Bälle 1 an Castor 2. Ja. Er ist jetzt auf der Niederbaumbrücke und fährt Richtung Speicherstadt. Danke, Libelle 1, ich folge. Castor 2 und Castor 3. Castor 3 hört. Hast du mitgehört, Tobi? Hab ich bin auf dem Weg. Castor 2 für Castor 9. Hört. Habt ihr mitgehört? Ja, haben wir. Gut, ihr könnt euch verabschieden. Jo. Tschüss, Castor 9. Tschüss und Ende. Eier für Schöller? Ja, Tobi. So, ich bin jetzt ganz dicht hinter dir. Libelle 1 an Castor 2. Hört. Es tut mir leid, ich sehe ihn nicht mehr. Aber weit kann er nicht sein. Ah, da, ich habe ihn wieder. Er fährt über eine der Brücken. Ich schaue mal in der Karte nach. Oh, hier ist eine Turbulenz. Moment. Castor 2, bitte melden. Castor 2, was gibt's, Kalle? Sag mal, wo führt euch der Koller eigentlich hin? Vorläufig kommen wir wie blöd in der Speicherstadt rum. Wir haben ihn verloren. Die Bälle 1 an Castor 2. Ja, die Bälle 1. Ist er wieder? Hey, ich glaube, er fährt jetzt raus. Richtung Freihafen, zum Afrika-Terminal. Okay, Libelle 1, wir folgen. Libelle 1 an Castor 2. Ja. Er ist jetzt im alten Industriegelände beim Schuppen 82. Hat ein ziemliches Tempo drauf. Scheint sich hier gut auszukennen. Schöller für Feldmann. Ja, Eki. Hast du das mitbekommen, Kalle? Ja, du, das ist heiß. Wie wir inzwischen herausbekommen haben, besitzt der saubere Herr dort ein
ziemlich heruntergekommenes Gelände mit alten Fabrikhallen und einem Kontor. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich träume. Libelle 1 an alle, er ist abgebogen. Sieht aus wie ein stillgelegtes Fabrikgelände. Ihr seid ganz nah dran. Was ist Koller? Was sind die denn hier? Keine Ahnung. Schau mal nach. Fiedler! Mensch, Koller, beruhig dich! Was ist los? Ja, das will ich dich fragen. Der Mertens ist tot. Was? Du steck mal die Knarre weg. Umgebracht. Der sitzt in Zieglers Büro. Mausetot. Mit einer Zigarre im Mund. Und die Bullen? Was soll mit den Bullen sein? Die haben mich abgehängt. Was sonst? So, und jetzt seid vorsichtig. Er ist im Haus, aber er ist da sicher nicht allein. Es steht noch ein Wagen davor. Okay, ich flieg zurück zur Basis und fordere Verstärkung an. Tschüss und macht's gut. Tschüss, Libelle 1. Und danke. Sie bleiben im Wagen, Hirschmann. Ja, ja, Mann. Sie sollen im Wagen bleiben. Gut, ich bleib hier. Vorsicht, Hirschmann, die sind gefährlich. Eindeutig dich gemeint. Wir wollten dich umbringen. Was machen wir? Was schlagt ihr vor? Abhauen natürlich so schnell wie möglich. Ich krieg noch Kohle von ein paar Typen in Kopenhagen. Bis dahin kommen wir durch. Ich glaube nicht, du. Dänemark. Und was machen wir mit ihr? Scheiß drauf, die lassen wir hier. Nee, wir bleiben. Genau das will Patsche erreichen, dass wir die Nerven verlieren. Aber diese Rechnung. Das ratzt wie. Schwester ist tot. Entspann dich, okay? Entspann dich! Ruhe, Mann! Sie werden hier.
Machen Sie keinen Scheiß, werfen Sie die Waffe weg! Machen Sie keinen Scheiß, werfen Sie die Waffe weg! Das hat doch keinen Sinn, geben Sie auf! Noch ein Schritt und die Kleine ist tot. Waffe rüber! Nein, nicht! Gut, ich werfe die Waffe. Aber Sie lassen das Mädchen los. Wir sind handlos. Okay, ich habe ihn. Lassen Sie ihn los. Gehen Sie auf, Kalle, los. Und jetzt ab. Da kommen Sie schon, los. Hoch. Professor. Julia. Beinahe um Happy End zu handeln. Und trotzdem, seid mutig und wachsam. Es kann doch nicht angehen, dass wir als Bürger dieses wunderschönen Stadtteils, jawohl, ich sage, wunderschönen Stadtteils, ja, hier in Angst leben müssen, nur weil wir unsere berechtigten Forderungen stellen. St. Pauli muss sauber werden. Jawohl, meine Damen und Herren, und dafür kämpfen wir. Für eine bessere Zukunft und für eine saubere Stadt. Gott sei Dank ist der Albtraum jetzt für Sie vorbei. Hm? Jetzt schnappen wir uns nur noch den Boss. Ist das denn nicht Ziegler? Nein. Ziegler war nie der Boss. Sie haben doch gesagt, dass der Schlepper in den Mercedes einstieg. Ja. Erkennen Sie auf einem der Fotos den Mann? Ja. Hier. Das ist er. Sind Sie sicher? Er ist es. Und Sie? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja. Ja. Er war ein oder zweimal im Paradies. Zusammen mit Ziegler. Er war auch bei uns im Kontor. Im Freihafen. Mit dem Mercedes und hat auf Ziegler eingeredet. Das ist der Mann, der für den Tod von Alexei und Nadja verantwortlich ist. Ja. Der Arzt ist da. Ach. So, begleiten Sie sie bitte. Es ist mir lieber, dass er sie sich noch mal anschaut, bevor wir sie nach Leipzig fahren lassen, zu ihrer und zu unserer Sicherheit. Komm, Julia. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir für unsere Initiative prominenten Beistand gewinnen konnten. Sie war uns schon in der Vergangenheit eine große, unentbehrliche Hilfe. Und sie wird uns in Zukunft eine noch größere sein. Meine Damen und Herren, mit großem Stolz, jawohl, ich sage das ganz bewusst, mit großem Stolz erhebe ich das Glas auf unsere neue Ehrenpräsidentin. Hallo. Hallo. Frau Senatorin Franziska Wischer. Danke. Wir haben den Haftbefehl. Den schnapp ich mir persönlich, diesen Saubermann. Ich lasse jetzt mal prüfen, ob er zu Hause ist. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Bürgerinitiative für eine saubere Stadt, erlauben Sie mir nur ein paar kurze Worte, bevor wir uns alle gemeinsam diesem köstlichen Buffet zuwenden. An erster Stelle mein ganz herzliches Dankeschön unseren Gastgebern, die uns für dieses Fest so großzügig und spontan ihr Haus zur Verfügung gestellt haben. Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, für unser gemeinsames Anliegen die notwendige Aufmerksamkeit zu erreichen. Und ich darf Ihnen verraten, dass der Senat und auch der Polizeipräsident voll und ganz hinter uns stehen. Sehr gut. Ich bin ein Arsch. Ich hätte es früher merken müssen, nach dem Mord an dem Russen. Er hat gesagt, dass die Mädchen verschleppt worden sind. Das konnte niemand wissen, nur der Schuldige. Ich werde alt, Kalle.
Ecki, du, das ist ein Volltreffer. Hm? Sie sind alle zu Hause, da läuft gerade im Moment eine Riesenparty ab. Die gesamte Prominenz ist da. Hey, mein Wagen ist weg. Was? Ja, der ist weg und Hirschmann auch, der hat ihn wahrscheinlich mitgenommen. Der ist wohl nicht ganz dicht. Ich weiß, hinter wem Robert her ist. Mir fehlt das Foto mit dem Scheißkerl. Das war vorhin plötzlich weg. Jetzt weiß ich auch warum. Ich hab's dir gesagt, ich bin zu alt für den Beruf. Los, du machst hier, du übernimmst hier, Pepe. Ich hoffe, dass nun endlich wieder Ruhe einkehrt. Und dass Sie und die Ihren wieder unbehelligt und ohne Angst vor Gewalttätigkeiten in unserem St. Pauli leben dürfen. St. Pauli ist und bleibt für mich das Herz von Hamburg. Meine Damen und Herren, ich erkläre nunmehr das Buffet für eröffnet. Sind Sie verrückt? Was wollen Sie? Was sind Sie? Ja? Und? Wieso? Nein! Nicht schießen! Ah, bitte nicht! Nicht so! Ah, nein! Ich glaube, wir kommen zu spät. Hirschmann, lassen Sie die Waffe fallen! Lassen Sie ganz langsam die Waffe fallen! Schnell, ein Arzt! Das war ich. Alexei und Nadja schuldig. Schon recht, mein Junge. Und ich besorge dir jetzt einen Anwalt, denn den wirst du brauchen. Tommy, übernehmt ihr ihn? Okay. Meine Damen und Herren, nehmen Sie wieder Platz. Der Weltuntergang ist vorbei. Ich muss Sie bitten, den Ort nicht zu verlassen. Wir brauchen noch Ihre Aussagen. Ja, er ist tot. Aber das ist ja entsetzlich. Ihr sauberer Freund war der Chef einer Mädchenhändlerbande. Was? Mehrfache Anstifter zu Mord und Totschlag. Aber das ist doch unmöglich. Von wegen, eine saubere Stadt hat sie alle benutzt, um sich ein Deckmäntelchen umzuhängen. So, kommst du mit? Wohin? Der Punch wartet noch auf mich. Ich habe ihm versprochen, dass ich wiederkomme. Der hat garantiert Mertens offen gerissen. Und damit ist er einen Schritt zu weit gegangen.